Vitalarrhythmie für gefühlsbetonte Menschen. Für gefühlsbetonte Menschen ist es wichtig, die eigene Mitte zu finden und in einen guten, ruhigen Rhythmus zu kommen, sich selbst zu strukturieren und zu entschleunigen. Um das zu erreichen, arbeiten wir mit den dynamischen Kraftfeldern M, A, E, D und IAO. Zu Beginn wecken Sie die Füße mit einer Fußmassage. Legen Sie eine Kugel oder einen Tennisball unter einen Fuß und rollen Sie sie in ruhigem Tempo 5 bis 6 Mal hin und her. Danach ist der andere Fuß dran. Achten Sie darauf, dass die Kugel die ganze Fußsohle entlang rollt. Nun kommt die Raumform des Fünfsterns. Stellen Sie sich vor, ein fünfzackiger Stern läge vor Ihnen auf dem Boden ausgebreitet. Sie stehen an seiner Spitze. Gehen Sie nun mit ruhigen Schritten von einer Sternspitze zur nächsten. 3 Schritte, der vierte stellt an. 1, 2, 3, Pause. 1, 2, 3, Pause. Zuerst zur vorderen rechten Spitze, dann zur linken nach hinten, quer hinüber zur rechten hinteren Spitze, schräg nach vorne zur linken und wieder zurück zum Ausgangspunkt an der oberen Spitze. Das machen Sie einige Male, sodass Sie in den Rhythmus dieses Gehens hineinkommen. Nun kommt das Kraftfeld des M hinzu. Die Hände bewegen sich in Höhe von Schulter und Brust ganz gleichmäßig hin und her. Sie atmen den Raum vor sich durch. Diese ruhige, atmende, fließende Bewegung verbinden Sie nun mit der Form des Fünfsterns. Füße und Beine gehen die 3 Schritte mit der kleinen Pause, Arme und Hände formen das M. Ruhig und gleichmäßig. Machen Sie das mindestens 3 Mal. Nun kommen noch das A und das E hinzu. Sie beginnen wie gewohnt mit dem Fünfstern und dem M. Im Stehen bei der kleinen Pause kommen, ebenfalls rhythmisch gegliedert, das A und das E hinzu. Öffnen, kreuzen, kreuzen, loslassen. Das M strömend im Gehen, das A, E, E loslassend im Stehen. A, E, E, loslassen. Auch das machen Sie 3 Mal.
Nun folgt noch der Laut D im Stehen. Mit ihm konsolidieren Sie Ihre Mitte. Beim D führen Sie die Arme mit angewinkelten Händen gleichzeitig nach unten, langsam und ruhig. Oben und unten können sich ordnen. Die Mitte wird frei. Schließen Sie die Übsequenz ab mit dem Dreiklang I, A, O. Runden Sie den Oberkörper etwas nach vorne, beugen Sie dabei auch die Knie und richten Sie sich dann wieder auf. Stellen Sie nun die Füße zum A auseinander und umschließen Sie mit dem O Ihre Mitte, Ihren Herzraum. Halten Sie diesen Klang einen Moment und lösen Sie dann Arme, Beine und die Aufrichtung wieder. Das I, ein entspanntes, durchlichtetes Aufrichten. Das A, ein kraftvolles Stehen. Das O, ein mildes Umschließen des Herzraums. Diesen Dreiklang halten und danach wieder auflösen. Damit endet diese Übung.